Was ist mit CPU-Überlast? Was passiert dann? Wenn die CPU anfängt zu überlasten, dann wird das System einfach nur träge. Okay. Weil sich ungeheuer viele Anfragen sammeln. Also das heißt, sie stehen alle in der Reihe und dann müssen die warten, bis sie abgearbeitet richtig, werden. Genau. Können und der Prozessor. Das ist relativ selten, wenn ich das richtig verstehe. Das ist mir in der Zeit hier kaum begegnet. Ja. Zweimal vielleicht, aber ansonsten waren eigentlich die größten Probleme der Arbeitsspeicher, die Geschwindigkeiten der Festplatten und des Systems selbst. Ja. Festplatte voll haben wir aber auch schon ab und zu. Das oder? Haben wir auch ab und zu, richtig. Ja. Das ist natürlich, eigentlich sind das alles Kinderfehler. Ja? Also sowas darf einem eigentlich gar nicht passieren.